Aufwachen! Da sind wir wieder! Herzlich willkommen zurück zu NALCS, dem supergeilsten, super tollsten Kontinent auf der ganzen weiten Welt, in dem richtig gutes League of Legends gespielt wird. Ja, und auch von mir. Guten Morgen. Ja. Ja, wir sind jetzt gerade noch in der Pause, zumindest bei denen. Die bereiten sich gerade noch drauf vor, aber wir können jetzt auf das letzte Matchup uns freuen: TSM gegen Golden Guardian. Ja, das ist natürlich so ein Ding, wo man. Ah, das finde ich halt so schwierig. Ne? TSM ist diesen Split halt so unfassbar weit unten in der Tabelle, was halt so ungewöhnlich ist. Und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass für TSM ja aktuell eigentlich auch viel auf dem Spiel steht. Genau, wir haben schon vorher viel drüber gesprochen. Es ist nämlich wirklich so, dass wenn TSM heute das Spiel verliert, dass es immer weniger Chancen für die gibt, überhaupt in den Worlds teilzunehmen. Und das wäre das erste Mal, dass TSM nicht an den Worlds teilnimmt. Und auch sehr interessant ist natürlich auch auf der anderen Seite zu sehen, dass Golden Guardians einen Fluch anscheinend hat. Weil es ist bei denen typisch, dass sie 3 Games verlieren, 3 wieder gewinnen, 3 wieder verlieren. Und jetzt wäre ein Win wieder drin. Doch, ehrlich? Ja, ist wirklich so. Was? Ist ein gewisser Trend zu erkennen. Ob man dabei bleibt, wird sich jetzt natürlich zeigen. Ja. Golden Guardians, aber auch ähnlich wie Optic, im letzten Split halt ein Free-Win gewesen, mehr oder weniger. Also man konnte es wirklich einfach im Vorbeilaufen mitnehmen. Und diesen Split haben sich halt auch eher so ins Mittelfeld gemausert. Also sie können sich da auch so langsam behaupten. Jetzt kann man, also ich finde auch in diesem Split, ist halt immer so schwierig zu sagen, so ist ein Team jetzt gut, ist es schlecht, ist es besser als das andere, weil halt die Meta und die Adaptivität quasi viel mit reinzählt. Und da halt das ein oder andere Team vielleicht eher Probleme gehabt haben. So bei TSM ist jetzt natürlich auch, dass sie mit Sven und Miffy noch klarkommen müssen, dass sie jetzt halt auch Mike Young im Jungle ausgewechselt haben und Greek dafür reingeschoben haben. Also auch diese Roster-Changes waren natürlich echt krass, diesen Split. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich mit Mickey bei Golden Guardians jemanden, den ich halt in der LCK damals auch immer schon geliebt habe, der vor allen Dingen auch über sein Assassin-Gameplay halt wieder so ein bisschen Fahrt mit in die Spiele reinbringt. Ja, Golden Guardians hat leider das Problem, was auch gut ist für TSM in dem Fall, dass das Team wenig bis keine Synergy zeigt. Es sind sehr, sehr schwache Drafts in der Vergangenheit passiert und es sind keine konstanten Picks außer der Fiddle Support. Und das könnte vielleicht gut sein für TSM, aber auch TSM hat eine hohe Losing Streak vor sich jetzt gehabt und auch keinen konstanten Draft momentan. Das ist das Problem, was ich bei TSM einfach sehe. Sie haben halt kein gefühlt richtiges Shotcalling. Ja. Also bei ihnen passieren gerade in diesem Bereich Midgame sehr, sehr oft Makrofehler, die halt nicht sein müssten, die halt meistens Siege, die sie, oder zumindest Führungen, die sie halt schon sich herausgespielt haben, nochmal so ein bisschen wegwerfen. Ja. Also da muss man klar sagen, sie haben halt sehr gute einzelne Spieler, sie haben eine sehr gute Botlane, sie haben eine sehr gute Midlane. Selbst Greek bin ich halt absolut zufrieden aktuell mit seiner Performance im Jungle. Aber irgendwie passiert ihnen halt einmal dieser Teamfehler, dieser Rotationsfehler, der halt einfach zu einem Schlachtfest führt und ihnen halt wirklich das Bein abreißt. Und beide Teams haben wirklich sehr, sehr bekannte Coaches. Lastboy früher selber Support bei TSM und Lokodoko früher war bei TSM ein Coach. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sie da durch die Pick- und Bann-Phase durchkommen. Die typischen Bans sind ja hier schon mal wieder draußen. Aatrox, Nocturne. Diese Coaching-Session jetzt zerstört meine Theorie von vorhin, ja, dass ich gesagt habe, dass quasi immer ein Coach auf der einen Seite und zwei auf der anderen Seite sind, sondern diesmal hat man wirklich auf beiden Seiten zwei Coaches. Und die Frage ist, die Main-Coaches, geben die sich die Hand und dann die Secondary-Coaches, geben sie sich dann auch die Hand? Das werden wir gleich sehen. Ne? Wäre doch mal eine schöne Abwechslung. Vielleicht müssen wir dafür auch erstmal einen Ablaufplan entwickeln, ja, wie das gemacht werden muss. Ist halt komplett wie neu. Wie die Kette aussehen muss. Hier haben wir auf Golden Guardians den Talia-Bann und den Nocturne-Bann. Das zeigt auf jeden Fall, dass die TSM nicht die Möglichkeit geben, ein großes Roaming-Potenzial hier an den Mann zu bringen. Und direkt das Zoe-Login. Zoe, schon widerwärtiger Champion, aber es gibt so ein paar Champions, die halt schon gut gegen sie wirken kann. Termcatch ist einer davon, der seine Mates dort sehr, sehr gut retten kann, wenn er nicht gerade selber zum Opfer wird. Ein riskanter Pick, finde ich, tatsächlich ist Trundle. Weil es wurde noch kein Tank gepickt und dann wirklich einen Trundle reinzupicken. Aber Trundle ist gegen Zoe alleine auch schon gut. Also, weil sie ja auch sehr, sehr immobil ist, kannst du sie halt schon früh mit dem Pillar bestrafen. Ja, was ich mir hier tatsächlich wünschen würde, wäre halt ein Fizz oder ein Zed oder ein Kassadin. Also, es wäre für Golden Guardians, für Mickey ist das gerade eine Herausforderung, dass die Zoe gepickt wurde, da halt einfach mit einem Assassin reinzulangen. Hier wird der Braum gepickt gegen den Termcatch. Ist eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Weil selbst wenn er dann, sag ich jetzt mal, den Midlaner oder den ADC frisst, kann mit einem Proc auf dem Termcatch noch viel entschieden werden. Und halt die Mobility mit Termcatch rauszumoven.
auch genommen. Und Braum Ezreal. Braum Ezreal, solide Botlane, haben wir im letzten Game ja auch schon. Vor allem ist für Sven halt Ezreal ein absoluter Comfort-Champion, ja, den man sich da auf jeden Fall wohlfühlen sollte. Ich denke auch, für TSM ist es halt einfach eine bessere Option, halt bei den AD-Carries zu bleiben. Sie haben es ja lange Zeit so durchgezogen, es hat eigentlich auch noch relativ gut funktioniert. Und irgendwie, als sie angefangen haben zu wechseln, auch mit Heimerdinger Fiddle quasi auf der Botlane, irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Das ist natürlich immer die Frage, so war es jetzt das Training, was ein bisschen gefehlt hat, die Stage-Erfahrung, was auch immer. Aber es hat halt nicht ganz gelangt. Weiß, hat man kurz hier angehabert, so ein bisschen gebaitet. Mhm. Ich glaube ganz ehrlich, dass es nicht unbedingt ein Weiß wird an der Stelle. Mit Varus hast du halt wieder diesen soliden Early-Mid-Game-Champion, der halt mit Braum und Ezreal auch mithalten kann. Es gab jetzt auch keinen Grund, meiner Meinung nach, einen Ryze da reinzupicken. Außer natürlich, um vielleicht die Mobility noch mehr aus TSM rauszunehmen, dass sie selber den Ryze nicht picken. Aber der Varus-Pick war da Gold wert, weil er wäre bestimmt jetzt in der Bannphase wieder dabei gewesen. Und der hat halt einfach eine starke Lane gegen Ezreal und gleichzeitig eine starke Ulti, die auch Teamfight entscheidend sein kann. Ja, Gangbang noch mit rausgenommen. Also Top-Lane wird man da die Carries nicht unbedingt sehen. Solange es jetzt halt nicht wieder Mundo gegen Shogard wird, bin ich halt vollkommen glücklich. Aber wäre jetzt hier natürlich auch mit dem Funnel auf der einen Seite ein etwas größeres Risiko für TSM. Wundert mich tatsächlich, dass der Varus aber auch ein bisschen gepickt wurde, weil Golden Guardians war bekannt für ihre AP. Lastige Botlane, sowas wie Swain oder Vladimir. Und der einzige Pick, den man vorher im Setup-Tool gesehen hat, war tatsächlich Jhin. Und hier ist der Rumble, wird auch rausgepickt. Gebannt. Gepickt. Jo, zumindest ist er nicht mehr pickbar. Ja. Letzter Bann bleibt jetzt nochmal für TSM offen. Kann sich dann natürlich nochmal entscheiden, für Zoe eventuell ein bisschen freie Fahrt zu machen. Den Yasuo-Bann finde ich gut. Zum einen, weil Yasuo halt eine unglaublich gute Synergie mit Trundle hat, ja, und diese Pillar-Gangs extrem effizient sind. Zum anderen, weil du mit der Windball gegen Zoe extrem gut arbeiten kannst. Also hier auch nochmal das direkt das schlechtere Lane-Matchup, um Zoe da ein bisschen freiere Bahnen zu liefern. Und auch LeBlanc wird hier rausgenommen. Genau, richtig. Hab die Assassins gerade schon angesprochen. LeBlanc aktuell auch einer der meist umkämpftesten Picks in Korea, was Solo-Queue angeht. Ja, und auch noch gut gegen Zoe. Also auch eine starke Mobilität. Tatsächlich wird jetzt ein Ryze gepickt. Ah, ich bin an der Stelle nicht zu 100% überzeugt von dem Ryze. Okay. Also gerade auch, weil es halt in Mickeys Konzept, so auch von unserem Playstyle, finde ich, nicht so ganz richtig reinpasst. Zu einem Überfluss ist Ryze jetzt hier in so einer Konstellation halt gezwungen, auch eine Läuterung mitzunehmen. Also du kommst an der Läuterung nicht vorbei, was natürlich sein Potenzial auch wieder so ein bisschen abschwächt. Er will gerne mit dem Teleport spielen, er möchte gerne früh backgehen, er möchte frühe Träne haben und so weiter und so fort. Also Teleport nicht mitnehmen zu können, ist für ihn halt schon ein Hindernis. Vielleicht wird es aber auch jetzt ein Top-Lane-Ryze. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Flex-Pick, der durchaus noch möglich wäre. Und auch gar nicht so unüblich in der NL gewesen. Entschuldigung. Ich glaube, ich vertue mich. Ich glaube, in der NL wurde jetzt nicht so oft gespielt. Und hier auch Ragas Jungle, Gnar Top-Lane. Zoe in der Mitte und Braum Ezreal auf der Botlane. TSM-Setup steht jetzt fest. Golden Guardians hat jetzt noch den Pick Cannon. Oh, der Cannon kommt noch mit dazu. Ist der Top-Lane-Cannon? Ja. Ziemlich wahrscheinlich. Zoe hat so als Cannon halt nicht so viel zu lachen, aber auf der Top-Lane gegen Gnar geht er auf jeden Fall super gut klar. Aber er sehr, sehr lange gerade AD-Cannon, halt einen Hard-Counter, auch gerne nur gegen Gnar eingesetzt hat. Soll da auch hier auf der Lane ohne Probleme funktionieren. Für mich halt so ein bisschen der fade Beigeschmack, dass Lorlo jetzt nicht unbedingt der krasse Carry-Spieler ist. Der mit Cannon halt schon bis zu einem gewissen Grad ein Carry ist. Ja. Aber ich bin allgemein so von Golden Guardians Kombo nicht ganz so überzeugt. Also mir gefällt die Kombo von TSM deutlich besser. Sie mir haben halt auch sehr viel Reichweite, sehr viel Poke. Sie haben sehr viel Disengage über Braum, über Gragas mit dabei. Sie haben halt immer noch den Gnar. Und da, wo sie halt Disengage haben, haben sie halt auch Engage mit dabei. Ob es jetzt ein Pick über den Sleep ist oder ob es jetzt halt der Gragas ist, spielt dabei keine Rolle. Also für mich ist TSM hier klarer Gewinner des Drafts. Ja. Das Team von TSM sieht doch. Oh. Oder gar kein Handshake gegeben. Also auf jeden Fall das Team von. Okay. Das Team von TSM wirkt auch eher nach einem LCK-Pick als in dem Fall jetzt von Golden Guardians, was wieder ein bisschen durcheinander gewürfelt wirkt. Aber wir werden das später sehen, was genau dabei rumkommt. Wir müssen halt wirklich bis zum Anfang ein bisschen aufpassen. Wenn sie halt zum Anfang nicht massiv zurückfallen, vor allem in der Botlane, dann denke ich, kann da nicht viel schief gehen. Die Winning Lanes sind natürlich schon so ein Stück weit auf Golden Guardians Seite. So Midlane wird halt auch, wenn Ryze richtig macht, halt Level 3, 4, 5 für ihn eine Pressure Lane werden. So ist es für kurze Zeit.
so muss ich da ein bisschen defensiver halten. Aber ja, das sind halt alles Zeiträume, die natürlich Golden Guardians auch effizient nutzen müssen. Und wenn das nicht geschieht, sehe ich daher schwarz für sie. Das letzte Game, Freunde. Es geht los. 4 Uhr morgens. Naja, halb 4. So viel Zeit muss sein. Golden Guardians gegen TSM. Um jetzt nochmal auf deinen Kommentar mit dem passiven Spielart einzugehen. TSM ist tatsächlich für das passive Spielart bekannt und haben auch in einem Interview preisgegeben, dass TSM momentan Probleme hat mit zu vielen Einflüssen von außen und auch von den verschiedenen Coaches und Analysten, dass sie da sich nicht ganz sicher sind, wie sie am besten voranschreiten und begründen damit auch ihre schlechte Performance in den vergangenen Zeiten. Ich meine, irgendwo muss der Grund sein. Ja. Aber Mickey muss hier eventuell seine Leute umwegziehen. Nicht nur das, er muss auch flashen. Weiß nicht, ob das vielleicht eine Nummer zu viel war, bevor da Schlimmes geschieht. Weil da waren ja noch zwei Stacks drauf, vielleicht wäre er auch so rausgekommen. Vielleicht hätte er auch noch ein bisschen später flashen müssen. Aber er hat so lieber verballert halt die Läuterung als die Flash. Ne? Ja. In dem Fall ist er halt mit Flash zumindest zu 100% safe. Whatever, er hat es überlebt. Aber ohne Flash muss er jetzt natürlich auch, was Push-Pusher angeht, erstmal zurückstecken. Sollte er jetzt anfangen rauszupushen, wird er halt sofort von Gragas dafür gepunished. Und Zoe kriegt dafür halt einen Freifahrtschein. Thanks, guys. Especially making his return to the stage as the strategic coach for Golden Guardians. How did having you on stage helped in today's draft? So most of my job is to prep the main coach and rest of the players before the game. So on stage I don't really do as much. Just little reminders for the guys and just, you know, give them good luck. Anything to look out for from TSM today? Hopefully they don't start the resurgence today. That's my goal. And honestly, our guys are playing well, so I'm just gonna root for them and they're playing well. Thank you and best of luck. Back to you guys. Bin ich mal gespannt. Ja, zurück zu uns. Sehr interessant auf jeden Fall, dass Matt mit dem Spellbook auch spielt. Wo auch im... Nenn ihn bitte Matt. Ja, okay, nenn ihn Matt. Matt klingt so verkehrt. Der gute Matt. Der gute Matt, ne? Der gute Matt mit dem Sprachbuch. Mit dem Sprach. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Aber auch mit. Ich würde es einfach auf Deutsch Zauberbuch oder so heißen. Das war krass, dass da Contract sich wirklich aufs Duell einlässt. Greg hat halt sehr, sehr gut den Blue Buff zurückgezogen. Kann halt auch mit dem W, wenn er die vorher halt channeln kann, dort im Nahkampf deutlich mehr Schaden anrichten, als er halt Trundle smiten könnte. Lässt ihn da halt nicht ran. Dafür kriegt er aber wieder Unterstützung von Mickey in Sachen Krabbe. Da ist Greg halt einfach nicht in der Lage, die Krabbe hier alleine zu contesten. Lässt sie auch schnell fliehen. Also wir sehen halt nicht so ein Overextenden wie heute im ersten und zweiten Game. Wo halt einfach versucht wird, die Krabbe auf Teufel komm raus, trotzdem durchzuballern. Man geht einfach immer sicher. Am Anfang ist auch das Matchup Cannon gegen Nah noch sehr in Ordnung, aber sobald halt Cannon Attack Speed kriegt, hat Nah klare Vorteile. Und selbst mit dem CC in der Mega-Gnar-Form kann er einen Gnar-Overlane im 1v1 nicht viel ausrichten. Nächste Krabbe geht ja auch nochmal an Contracts. Contracts hat natürlich Trundle auch eher so ein ungewöhnlicher Champion. Ich glaube, er wird jetzt auch im nächsten Patch mal gut aufbringen können. Auch der Toupet. Ein Steep, direkt zwei Drittel Leben weg, ohne Counterplay zu haben. Protobelt kam dann natürlich auch nochmal gerade recht für Bjergsen, dass er ihn ausnutzen konnte. Vicky selber hat immer noch eine Läuterung, falls der nächste Steep halt treffen sollte. Ist aber auch kurz davor, gegankt zu werden. Contracts aber auch in Reichweite. Ja, Binding ist da, Steep gibt's hier auch. Genau. Aber ist okay. Er hat Contracts da, der Q von Bjergsen war auf Cooldown. Also er kann seine Leute unten noch behalten. Wo sind jetzt Gragas und Trundle dabei so ein bisschen anzubändeln? Aber da hat halt Contracts, denke ich, schon den Vorteil. Also auch den direkten 1 gegen 1 verhalten. Das sieht auch interessant aus. Miffy schön super low, der eh nicht getroffen. Dev, die sich ein bisschen verschätzt. Ansonsten hätte Miffy zumindest flashen müssen. Und die beiden haben sich aber gefunden. Die checken wirklich gar nichts. Mickey hat halt kein Mana mehr und ohne Mana kann er dort seinem Jungler auch nicht wirklich helfen. Auf der anderen Seite kann Greg jederzeit noch disengagen über seinen Bauchhammer. Contracts kann aber den größten Teil des Camps wirklich für sich beanspruchen. Aber trotzdem zeittechnisch natürlich ein Aufwand für Gragas, der sich jetzt hier nicht wirklich auszahlt. Aber Greg ist weiter in unserer Hand. Der Contracts nichts bieten. Ah, aber ich habe vielleicht ein bisschen.
Greek folgt ihm halt überall hin. Aber kein Smite gerade für Trundle da, deshalb für Greek hier einfaches Spiel. Diesmal drückt er auch seinen Knopf des Zerschmetterns. Und kann weiterhin halt den gegnerischen Jungler ganz schön auf Trab halten. Es sieht jetzt natürlich super krass aus, weil er die ganze Zeit aggressiv spielen kann, aber es kommt halt vor allen Dingen auch durch die Lanes zustande. Ja. Dass TSM halt oben Druck haben, dass sie halt in der Mitte Druck haben, dass Ryze kein Mana hat. So, alles das sind halt Faktoren, die da natürlich den eigenen Jungler auch irgendwo schwächen. Und dem gegnerischen Jungler überhaupt erstmal die Möglichkeiten geben, so aggressiv spielen zu können. Ragaz hat halt auch das Pokémon sehr mit seinem Fass. Da ist das Lied wieder drauf. Ja, ins Leben weg. Passive kommt auch noch mit raus. Bergson hat auch seine Exos zur Verfügung. Level 6 ist halt da. Mickey braucht noch so ein bisschen. Ja, man merkt halt schon. Also Ryze ist halt gegen Zoe nicht unbedingt das beste Matchup. Muss halt ein Weilchen warten. Es wird später deutlich besser werden. Dadurch, dass er halt auch so ein bisschen tanky bauen kann und später auch in der Lage ist. Trotz dessen, dass Zoe sich immer wieder zurücksetzt mit einem guten Rundengefängnis, sie trotzdem zu überrennen. Weil er quasi dann über seine Passive auch nochmal Movement Speed dazu bekommt. Aber aktuell kassiert er halt wirklich einen Schlaf, eine Sleep Bubble nach dem anderen. Ja. Die nächste könnte halt wieder verheerend sein. Er hat halt jetzt keine Läuterung mehr. Ja. Bjergsen zeigt halt sehr, sehr stark seine Dominanz und zeigt ihm halt, ich habe momentan hier das Sagen, ich habe die Möglichkeiten. Und zwingt da Mickey ganz schön die Knie. Und dann ist auch weitestgehend ausgeglichen. Varus ist jetzt hier ein bisschen vorne im Farm, das ist aber okay. Sie selber kann halt auch das Ganze noch so ein bisschen darüber ausgleichen, dass er Klepto nutzen kann. Kriegt halt immer wieder Gold, hat sogar ein Ward-Inventar. Kennt man heutzutage gar nicht mehr. Weil ich ganz ehrlich grinsen musste bei dem neuen Spielmodus, der jetzt rauskommt, gerade auf dem DVD ist, gibt es halt auch alte Items wieder. Contracts, ganz schön aggressiv. Bjergsen hat immer noch einen zweiten Flash parat. Könnte aber über die Wand gehen, geht er auch. Sichert sich das First Blood. Immerhin kriegt man auch Gragas an der Stelle. Das war ein super knappes First Blood, weil die Kills sind halt fast zeitgleich gefallen, der beiden Jungler. Schöner Flash von Ken auch mit der Ulti. Gut reagiert. Aber bei Bjergsen einfach schneller. Mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass er Bjergsen nicht direkt geflasht ist, sondern erst so ein bisschen gewartet hat. Ja. Dadurch, dass er immer, wenn er quasi den Summoner benutzt, auch nochmal passiv den Schaden dazu bekommt, rentiert sich das halt übel gut. Ja. Das ist auch so das, was ich an Zoe momentan am fürchterlichsten finde. Okay, wir sehen wir das nochmal. Greek, Contracts versucht dagegen reinzugehen, aber Zoe ist halt bereit, macht halt einen super Schaden, flasht auch noch raus, versucht jetzt auch noch hier was zu reißen. Cannon, flash hinterher. Jerken flasht über die Wand, holt sich den First Blood und wie gesagt, direkt danach fällt dann auch ein Kill. Das wäre jetzt ja auch nicht mehr wirklich eine Gefahr gewesen. Sein eigener Flash und Läuterungen stehen halt Jerken immer noch zur Verfügung. Ah, knappe Sache an der Stelle. Auch Contracts, der halt so lange versucht, das Ganze zu contesten. Im Endeffekt nicht ganz überlegt. Beide Jungler ziehen da halt den kürzeren. Oh! Ultimate. Okay. Boah, ist fein. Du hättest jetzt keine Möglichkeit gehabt, ihn dort in die Wand gegenzuschleudern. Ja. Und letzten Endes kannst du halt das Ult von Naro nicht immer einsetzen. Und nutzt es halt ganz gerne in der Lane auch einfach mal, um zu traden oder halt einfach ein bisschen Damage durchzubringen. Aber gibt das nicht auch die Möglichkeit, dann für das andere Team einen Gank zu starten oder sonstiges oder Gankpotenzial im eigenen Team zu unterdrücken auf der Toplane? Ja, jein. Also im Endeffekt muss man ja dazu auch mal sagen, der Gegner sieht. Oh, das ist die Bubble. Die hat schon ein bisschen gerauscht. Aber Greek, der kommt hier raus. Hä? Oh, ich hab die auch nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sleep Bubble war immer noch da. Brom kommt dazu. Contracts, der ist hier einfach zu Tode eingeschläfert worden. Das war unlucky, dass man die Sleep Bubble nicht sehen konnte, richtig? Ja, ich vermute mal, die lag halt genau im Busch drin, dass man da die Hitbox nicht mehr erkannt hat. Ärgerlich! Contracts wollte halt Dominanz, die er im Early Game von Greek gespürt hat, wieder repräsentieren und wieder spiegeln. Aber die Rechnung ging nicht auf mit Bjergsen. Um nochmal zu dieser Nahsituation zurückzukommen. Bei Nah ist es halt auch einfach so, dass ja nicht nur du siehst, wann er mega nah wird, sondern auch der Gegner. Und du wirst halt nah nicht ganken, weil er kurz davor ist, halt mega zu werden. Ja. Ah, die Bubble war schon gut zu sehen. Ja, ist halt durchgelaufen. Die lag nicht mehr im Busch drin. Er hat's halt einfach verpeilt. Das kostet ihn an der Stelle sein Leben. Wenn er dann nicht halt durch die Bubble, und er hat halt wirklich vorher nochmal so ein paar Mal hin und her gezappelt. Wenn ich diesen einen Step in die Bubble reinmacht, kommt er da ohne Probleme raus.
kriegt jetzt auch hier seinen ersten Blue Buff. Und es wirkt momentan, außer im Jungle, alles relativ friedlich. Top-Lane, wie auch Bot-Lane. Oh, es dauert halt so ein bisschen. Ja. Gerade für Cannon ist halt auch das Blade ein sehr, sehr wichtiger Power-Spike, was das Duell angeht. Hat jetzt natürlich schon mit seinem Bilge Wasser Entermesser so ein bisschen Sustain aufbauen können, aber Nara hat halt einfach noch den Vorteil, dass er quasi über seinen Boomerang so ein bisschen AOE-Schaden hat, um die Waves halt direkt reinzupushen. Wenn an so einer Stelle halt Cannon einmal den Push bekommt, behält er den Push auch. Und solange er halt nicht in die Situation reinbekommt, ist es halt komplett irrelevant. Okay, und auf der Botlane ist ja auch nicht so viel möglich, weil Ezreal einfach auch Zeit braucht. Und ich finde es auch sehr interessant, dass hier Deftly auch die Träne tatsächlich baut. Hab ich schon. Oh, wieder ein Sleepback. Oh. Oh ja, oh ja. Der Damage ist halt wirklich insane. Der ist unglaublich. Wenn Bjergsen da gerade noch geflasht wäre für die Passive, nochmal ein Auto-Tag hinterher, dann hätte es teilweise sogar ein Kill sein können. Ja. Zoe ist einfach so ein wunderschöner Champion. Vicky selber hat halt auch noch nicht viel parat, aber ich bin halt auch nach wie vor einfach von diesem Ice-Pick nicht so begeistert. Kontakt ist gerade durch den Raptor aufgewacht, ne? Kann ich schon sagen. Nur hat sie. Kann auch sein, dass er vorher einen kleinen Skilling getroffen hat, aber ich meine, er hat halt wirklich gut getroffen. Aber Bjergsen holt momentan aus Zoe wirklich raus, was geht. Rick kann sich dadurch auch mehr Freiheiten gönnen. Hat er jetzt hier nochmal kurz nahe mit als Hilfe genommen, um den Herald abzuholen. Geil. Micky kommt mit Lane, kommt hat halt Lane. Sofort, ja. Aber das, weißt du, ich kann halt super nachvollziehen, dass halt, dass wenn du einen Sleep triffst, so eine Bubble, muss man halt einfach vermeiden, dass du dafür halt ganz gerne mal so ein 80% Life-Damage rausballern darfst. Aber ich finde halt zum Beispiel nicht fair bei Zoe, dass wenn sie halt einfach nur flasht oder dich mit einem Protobelt Redemption auf den W trifft oder ähnliches, mit einem Electrocute Proc, dass sie dir dafür halt mehr als Hälfte dem abzieht. Finde ich es halt maßlos übertrieben, dass sie da halt über die Passive mit dem verstärkten Auto-Attack und halt der W-Passiven halt zu viel Damage zusammengekratzt bekommt. Ja. Und selbst wenn du dann Resistenzen oder sonstiges baust, wirkt es gegen Zoe trotzdem immer noch so, als wenn sie einfach einen extremen Schaden drückt. Ja, für Skillshots braucht man halt Skill, das ist halt immer okay. Ja. Aber für alles, was du halt Pond- und Klick-mäßig anbringen kannst, muss halt irgendwo eine Relation da sein. Muss halt irgendwo ein Schwachpunkt da sein, wo du eine Grenze da sein, wo du sagen kannst, okay, das Spell ist einfach zu treffen. Dafür hat er aber auch nicht so viel Impact. Ja. Muss dazu auch sagen, Bjergsen spielt das in diesem Early Game sehr, sehr gut. Er achtet sehr viel auch auf den gegnerischen Jungler. Er trifft die Bubbles, er weiß genau, wann er engagen kann und das macht er halt wirklich gut. Hier Flash von Deftly mit Ulti. Ah, Rise of the Belt kommt auch noch mit dazu. Zwei Leute sind wieder am Herannahmen. Man will Rise, aber man will Ezreal haben. Der und man ist Fokus. Kriegt ihn auch. Sven ist auch direkt down. Miffy schafft es bei weitem nicht mehr so weit. Der Fokus hier absolut goldig aufgeteilt. Golden Guardians machen ihrem Namen und alle Ehre. Damit konnte es auch nicht gerechnet werden und selbst wenn damit gerechnet werden konnte, ein wirklich rauskommen konnte keiner von den beiden. Ja, kurz warten, schön. Das haben sie echt gut aufgeteilt. Oh. Lol, nochmal mit dem Flash der Verzweiflung. Aber nein, da hat er keine Möglichkeit, das Ganze zu turnen, aber er hat ein bisschen Zeit gewonnen. Ja. Turret First Blood werden sie hier nicht verlieren. Den Turm, den werden sie trotzdem verlieren. Ja. Micky on Contracts warten am Busch. Hier können wir schon sehen, aber da ist auch schon direkt die Varus-Ulti-Out. Keine Zeit, irgendwie zu reagieren. Micky flasht auch direkt hinterher, rootet ihn. Und Micky versucht noch irgendwas mit der Ulti rauszukriegen, versucht ihn noch selber zu protecten, aber keine Möglichkeiten vorhanden. Sehr schön gespielt. Und hier auch nochmal erkennen. Der mit der Ulti. Tja, hat er nicht mit dem Passivschaden gerechnet von Zoe. Mein Glückwunsch. Sven, es wäre so ein bisschen Gefahr, schöner Pillar. Alleine? Das wird er nicht überleben können, keine Chance. Nein. Da kann Miffy mir auch nicht mehr helfen. Nicht. Sie werden den Drachen bekommen, ja. Aber dafür muss zumindest einer in der Botlane geopfert werden. Micky ist auch schon wieder. Lass mich raten, er hat bestimmt wieder einen Sleep-Up bekommen.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass Micky gerade keinen Spaß an diesem Spiel hat. Er steht natürlich KDA-technisch noch immer ziemlich gut da. Konnte halt auf der Botlane gerade gut absahen. Ist jetzt auch mit seinem Stab schon ausgebaut unterwegs. Ist für Ryze auch gar nicht so typisch, aber er will hier anscheinend den Rod of Ages umgehen. Schiebt ihn halt ein bisschen nach hinten raus. Bin gespannt, was er dafür halt als nächstes rushen wird. Banshees ist natürlich in so einer Situation auch immer ein relativ hilfreiches Item. Und auch die Schadensverteilung mit TSM ist ja sehr AP-lastig. Also die Magieresistenzen tun ihm halt sehr gut. Wäre für mich halt hier die logischste Option, die er statt des Rod of Ages quasi treffen könnte. Bjergsen wirkt halt gerade wie das Problem für Golden Guardians. Und Golden Guardians denkt sich halt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann stompen wir halt die Botlane, killen sie zweimal und holen uns damit die Kills und den Goldvorteil, den wir brauchen. Aber TSM führt trotzdem immer noch. Ja, und TSM hat jetzt vor allem auch eine Zoe in der Midlane, die 5 Stacks auf dem Darkseal hat, die Lutens fertig gebaut hat. Die klatscht jetzt. Das war ordentlich. Da wird Micky auch lange Zeit lang keinen Spaß finden. Ich wachse selber hier auch nochmal mit dem Zauberstab extra unterwegs. Bin gespannt, ob er sich halt fürs Morellus entscheiden wird. Ist halt gegen Trundle schon nicht verkehrt, diese heilungsreduzierenden Effekte zu haben. Auf der anderen Seite bringt ihm halt die Flat-Durchdringung, also die Flat-Pen. Von dem Morellus nicht wirklich viel, alleine schon, weil halt Ryze dabei ist, massive Magieresistenzen aufzubauen. Was halt bei jedem anderen Champion auch der Fall sein wird. Zoe als Champion selber wirkt auf mich so provokant. Das ist unglaublich, dann noch dieser Damage dazu. Wenn dann müsste ich jetzt auf der Toplane gegen Micky. Ja, Micky muss ein bisschen aufpassen. Ja. Sobald er einen Braum Q abbekommt, läuft er Gefahr, dort abgeholt zu werden. Oder zumindest Läuterung zu benutzen. Für ihn immer ein kleines Risiko. Er hat halt ein kleines Problem. Er merkt selber gegen Zoe, komme ich nicht an, ich muss immer wieder weggehen und verliere dadurch sehr viel Zeit. Die Stacks können nicht richtig aufgebaut werden auf dem Archangel. Ich muss jetzt halt irgendwie auf eine Sidelane gehen und dass Sven und Missy halt dort dann auch noch Druck aufbauen, ist halt sehr, sehr schwierig gerade. Sehr, sehr schwierig für Micky. Rio wartet dort im... Er wartet wirklich ganz geduldig. Er hat Ultimate parat. Sein Flash ist leider noch nicht wieder da. Tam Kench, aber in Reichweite, um ihm zu helfen. Für Hornsar sollte das hier aber keine große Gefahr sein, wenn er dann flasht. Der Flash kam ein bisschen spät, aber er konnte ihn auch nutzen, um sich dann Sicherheit zu bringen. Also bitte, man kann vor allem das Ganze gerade nicht punishen. Man hat gerade zu wenig Druck auf den Lanes. Ja. Dadurch, dass ich halt so, klar sind halt drei Leute unten, aber wenn du halt keinen Push auf der Lane hast, kannst du halt auch so eine Rotation vom Gegner nicht bestrafen. Das Ganze bleibt dir konsequent frei. Sie haben halt wirklich keine Antwort gerade auf Zoe zu dieser Minute. Zoe, es wirkt halt wirklich so, als wenn Zoe den Midfarm in Ruhe nehmen kann, sich normal frei bewegen kann. Das nutzt natürlich TSM auch aus. Der nächste Drake, der jetzt gleich abkommt, ist der Mountain Drake. Ein zweiter. Das ist für beide Teams schon relativ sexy. Hm. Damit halt einen Nasher schneller abholen zu können oder die nächsten Drachen, je nachdem, oder beim Siege halt auch die Türme etwas schneller zu bekommen. Das ist halt gerade für TSM schon cool, dadurch, dass sie halt mit ihrer immensen Reichweite die Gegner auch sogar schaffen können, vom Turm zurückzuzwingen. Aber letzten Endes auch für Golden Guardians halt verwertbar. Auch eine Cannon, der zum Beispiel mit dem Blade den prozentualen Schaden gegen den Nasher arbeiten kann. Zum Bergdrache auf jeden Fall nicht viel am Platze. Golden Guardians sollte. Ja, das ist sehr, sehr gut. Versuchen jetzt auch gegen Micky zu gehen. Aber so Micky. Gut. Man ist halt unterm Turm. Micky! Der hat sich zu viel vorgenommen und TSM denkt sich, jo, kein Problem, Leute, kommt ruhig rüber. Grig bleibt auch noch nach dem Knallzapfen dran am Gegner. Contrax hat keinen Flash mehr. Oh. Kommt hier auch nicht raus. Der Nasher spawnt glücklicherweise erst in 47 Sekunden. Björksen flasht sogar nochmal hinterher. Trifft die Steep Bubble hier nicht ganz, aber. Ah, das ist so ein kleines Lückchen. Matt muss jetzt shielden. Man kann das Ganze hier wahrscheinlich sogar noch überleben. Oh. Ah, Grig kommt aber auch mit rein. Ja, wird einfach schön weggesmited. Zack, weg damit. Ah, das ist bitter, aber der Tower Dive, also gerade auch mit der Ryze Ultimate. Das Problem ist bei der Ryze Ultimate, du kündigst dich ja immer an. Der Gegner weiß ja ganz genau, wo du kommst und wer da kommt.
Und wenn dann auch so ein Turm steht, kann der Gegner das halt perfekt vorbereiten. Also das war ein Move, den kannst du nicht bringen. Vicky und Contrax wollten hier reingehen, aber Braum reagiert halt sofort mit der Ulti und Sven haut den kompletten Schaden auf Mickey drauf. Der Stun sitzt halt und der Turret hilft halt noch ein bisschen. Matt versucht jetzt rauszukommen. Zusammen mit Contrax flasht er noch weg, aber Contrax weiß nicht, wo er hingehen soll und wird dort auch gecatcht. Bjergsen versucht noch weiter hinterher zu kommen. Aber Matt hat das gut gemacht, ist gut an der Bubble vorbeigekommen und durch sein Schild. Selbst nachdem ich es jetzt nochmal gesehen habe, stellt sich mir halt die Frage, so was zum Teufel veranlasst sie dort? Das war keine Hilfe in Aussicht, sie hatten halt keine Ward Control, sie hatten keine Minions mehr, die den Turret hätten tanken können. Was hat da gerade Golden Guardians geritten, für so einen Tower Dive zu gehen? Das haben sich auf jeden Fall viel verspielt, einige Kills, viele, die halt wieder an Zoe gegangen sind. Die ist mittlerweile mit 8 Stacks unterwegs. Morellos wird auch nicht mehr so lange brauchen, bis es fertiggestellt ist. Und gerade zu der Phase des Spiels wird er wahrscheinlich in der Lage sein, Deftig zu one-shotten. Wenn Deftig halt einmal einschläft und Tahm Kench nicht in unmittelbarer Reichweite ist, wird er halt sofort tot sein. Er ist das gefundene Fressen. Vielleicht wirkt das nur auf mich so, aber Matt von Golden Guardians wirkt sehr, sehr angespannt momentan auf mich. Und auch Tahm Kench Ultimate ist wieder da. Man will nach unten rotieren, währenddessen wird aber in der Mitte auch Contracts gecatcht. Frage ist, kriegt man unten die Kill und könnte die Gegner für Nasher gehen? Das ist ja wahrscheinlich so die interessante Option, die sich einem jetzt darbietet. Hornzer ist jetzt halt... Ja, muss halt bis Zeit gewinnen, ne? Der lässt sich hier noch so ein bisschen Zeit. Und dreht das Ganze sogar noch. Der hat doch gut kassiert. Ja. Aber währenddessen ist halt TSM am Nasher dran. Und da ist jetzt die Frage, kann man den stoppen? Das sieht halt nicht danach aus. Dadurch, dass halt Contract selber gecatcht wurde, ist halt nicht mal mehr ein 2 zur Verfügung. Und eigentlich hätte man an der Stelle, als Contract engaged wurde, sofort unten von da ablassen müssen, um halt wieder Richtung Nasher zu rotieren. Der Nasher ist komplett free. Naja, nicht ganz. Man muss dafür Horns opfern. Aber ich denke, das ist ein Opfer, was man bringen kann. Ja. Gut gespielt, gut abgelenkt. Tahm Kench Ulti geht rein, Lorilo geht vor. Stunt ihn auch hier. Der war sehr viel Damage, muss deswegen auch rausgehen und stirbt tatsächlich noch am Red Buff. Und währenddessen sagt sich TSM, okay, niemand da, dann gehen wir für den Baron. Sehr gut gespielt von TSM. Gut rotated, eine gute Entscheidung. Hat natürlich auch der Bergdrache nochmal perfekt in die Karten gespielt, weil sie es hier wahrscheinlich auch ohne Bergdrachen geschafft hätten, den schnell genug abzureißen, den Nasher. Ja, und jetzt hast du einen Nash-Buff und kannst damit natürlich erstmal in die Push-Offensive gehen. Mit Zoe und Ezreal, mit so viel Poke und Reichweite halt da auch noch belagern zu können, ist halt die beste Situation, die du haben kannst. Also allgemein, Poke-Kombos sind halt extrem stark in Snowball-Situationen. Ja. Wenn sie erstmal nach vorne kommen, fühlen sie sich halt so unfassbar stark an. Der Gegner kann dich nicht engagen, auch hier muss ich ja sagen, also die Kombo ist ja rund von TSM. Sie haben ja eine Menge Disengage mit dabei. Dann hast du vielleicht mal 10 Versuchen, eine Chance an die Carries ranzukommen, schaffst es dann trotzdem nicht, weil halt wieder ein Braum dazwischen steht, wenn ein Gragas dich zurückschmeißt. Oder Nara vielleicht auf deine Flanke reinportet. Ersten Turm bekommt man. TSM kann sich ja auch super Zeit lassen. Ja. Du musst auch warten, dass hier mal eine Bubble trifft, dass halt erst wieder genug poken kann, wenn der Gegner sich dann irgendwann zurückziehen muss. Und in der Mitte ist ja auch noch nah mit der Zoe zusammen und werden dort auch noch Pressure aufbauen. Kriegen dadurch jetzt sogar 2 Turrets. Redemption. Mittlerweile 8k im Vorteil des TSM. Ja, das snowballt jetzt natürlich extrem. Ja. Sie haben jetzt über den Nasher schon mal einiges an Gold bekommen, dann haben sie jetzt nochmal die Türmchen bekommen. Unten auf der Botlane. Und da ist ja nochmal der Kill gefallen. Okay, fairerweise, da haben sie halt auch einen abgegeben. Die 1-0 wird hier einfach überrannt. Das ist wirklich das wirklich geringste Problem. Und auch der zweite Turm, also ich glaube nicht, dass man ihn halten kann. Das Fire Powerplay wird hier auf jeden Fall richtig saftig werden. Ja, das sind so halt einfach die Sachen. Auf dem Niveau darf dir halt so einen Makrofehler einfach nicht unterlaufen. Ja. Da musst du halt einfach schnell genug mitdenken können. So, entweder ist halt Contracts gezwungen, halt safe zu stehen, aber selbst wenn Contracts halt safe steht, wird der Gegner wahrscheinlich den Nasher starten, wird halt versuchen, Contracts einfach reinzubaiten. Trundle hat da natürlich auch selber nicht so viele Optionen. Allein schon mit dem Tahm-Kench Ultimate da Richtung Botlane zu gehen, ist halt ein großer Fehler. Wenn du halt genau weißt, du hast nicht genug Druck auf den anderen Lanes. Guardians hat einfach ein immenses Problem, irgendwie die Lane safe zu halten. Oh, die Bubble. Für Jerkson. Ah, das ist am Catch zur Stelle.
Aber Tam Catch kann halt eben keine Tür befressen. Die werden halt eingerissen. Man versucht sogar noch zu gauchen. Die Flashes werden forciert. Der Inhib liegt offen. Den wird man hier definitiv bekommen können. Damit es Greek dabei schon zu pushen, hat auch die Super Vasallen rangeholt. Damit und da man hier auch den zweiten Richtung Mitte gehen kann. Ist aber schön, TSM zu sehen, wie sie es heute sauber spielen. Ja, auf jeden Fall. So, ihr Makro ist deutlich stärker. Sie waren auch sehr konsequent. Haben halt schnelle Entscheidungen getroffen, konnten halt gut drauf reagieren. Es war natürlich auch ziemlich offensichtlich und der Gegner hat sich da schon einen großen Patzer erlaubt. Aber es muss natürlich auch trotzdem als Call immer noch durchgezogen werden. TSM zeigt sich halt heute wirklich in Höchstform und Bjergsen baut so viel Druck auf. Das ist insane. Was für eine Leistung der heute hier hinlegt für TSM im Gegensatz zu den letzten Spielen. Ja, aber auch da ist halt wieder die Frage, war Ryze die richtige Antwort auf Zoe? Und ich sag nein! Nein, ich meine ja im Sinne von ich unterstütze dich. Voll und ganz. Da hast du recht. Halt echt nicht so begeistert davon. Ich finde es so ein bisschen cool, dass er quasi ein Bild adaptiert hat, den Rollout of Ages weggelassen hat, dafür für Badges gegangen ist, was gegen Zoe natürlich ziemlich effektiv ist. Gerade bei der Anzahl an Sleeps, die er halt wirklich gefressen hat. Den er dort einfach nicht mehr ausweichen konnte. Aber Ryze selber kommt auch aufgrund seiner geringen Distanz überhaupt nicht zur Geltung. Ja. Er kommt halt überhaupt nicht an den Gegner ran. Nur einstecken zu müssen, ist halt auch nicht unbedingt der beste Plan, um halt einen Sieg mit da einfahren zu wollen. Trotzdem stehen halt auch die Carry-Rollen auf der Seite von Golden Guardians positiv und die Kills sind schön aufgeteilt. Während bei TSM die Kills auf Zoe lasten. Dafür hat sie natürlich auch 10 Stacks. Das ist natürlich beim Darkseal irgendwo noch immer so ein bisschen limitiert. Ja. 25 Stacks auf dem Soulstealer sind dann natürlich noch ein bisschen leckerer, aber natürlich hat der auch wieder ein größeres Risikopotenzial. Wenn du dann einmal stirbst, tut es halt direkt nochmal ordentlich mehr weh. Aber Goldeffizienz da eindeutig gegeben. Damit wir das Bananen noch so ein bisschen reinpushen, man versucht jetzt so ein bisschen mit den Vasallen mitzurotieren, denn der Nährsperr ist halt mittlerweile ausgelaufen. Auch wenn die Null halt immer noch ganz groß da oben rechts steht. Da hat wer gepennt im Layout. Aber links steht ja 1 Minute 30, dann ist er wieder ab. Ja, für den nächsten Nächter. Ja. Davor kommt auch nochmal ein Mountain Drake. So, das spielt TSM so ein bisschen in die Karten. Den sollten sie ohne Probleme für sich beanspruchen können. Und auch wenn es der nächste Nasher da ist, ist quasi immer noch die Situation gegeben, dass sie halt Cannon auf der Botlane lassen müssen, um halt die Waves rauszupushen. Der Inhib ist halt immer noch down. Dann hast du da halt jemanden, der das Ganze irgendwie verteidigen kann oder halt rauspushen kann mit einem Teleport. Ja. Dann wird es halt einfach dazu führen, dass TSM immer so ein bisschen um den Nasher herumtanzt. Sobald ein Teleport ausgelöst wird, warten sie einfach, gehen wieder weg vom Nasher und lassen einfach die Botlane arbeiten mit den Runions. Golden Guardians kann jetzt nur noch drauf bauen, dass TSM... nicht nur noch, aber kann halt darauf bauen, dass TSM unachtsam wird, vielleicht ein bisschen zu deep reingeht, dass Cannon engagen kann und dann mit der Ulti etwas reißen kann, wodurch dann auch das restliche Team agieren kann. Das ist, ja auch, das ist zum Beispiel jetzt auch gar nicht Sinn und Zweck von Cannon. Es ist halt für ihn super schwierig. Es ist halt ein AD-Cannon. Ja, er ist squishy. Er ist squishy. Er hat halt vor allen Dingen gar keinen Schaden auf dem Ultimate. Sein Ultimate ist halt ein reiner Stun-Faktor. Richtig. Ist halt nichts mehr als Utility. Und er hat halt nur Single-Target-Schaden, was natürlich in so einem Szenario, in einem Teamfight, gerade auch wenn du behind bist, halt sehr nutzlos ist. Also er kann wirklich nicht viel Impact in so einem Szenario erzeugen. Ja. Und auch das ist halt wieder so ein Faktor, der halt einfach in der Snowball-Situation vollkommen gegen Golden Guardians schießt. Gleich auch der Baron wieder ab. Da pinkt auch schon Golden Guardians, dass sie unbedingt Hilfe brauchen rund um den Baron. Dass der nicht verloren gehen darf. Aber sie können halt nicht teamfighten. Das ist halt einfach so ein schmaler Grat. Sie müssen wirklich darauf hoffen, dass TSM irgendwas beim Nasher jetzt richtig arg misplayt, um da zurückzukommen. Sleep hat nicht getroffen. Oh, das ist auch nicht so viel cooler. Man kann sich sagen, dafür trifft aber der Q. Mickey direkt mal halbiert. Da haben ihn auch alle seine Magieresistenzen nichts gebracht. Man flasht jetzt oben direkt mal vor Grig, dass der halt nicht so viel machen kann. Jetzt Sleep wieder getroffen haben. Kennt es da. Bjergsen einmal mit seinem W-Flash hier noch mit reingegangen. Man kann Golden Guardians hier noch nicht direkt in die Knie zwingen. Also noch sind sie zu vorsichtig. Botlane Wave hat jetzt aber weit genug reingepusht. Die sollten gar nicht so weit zur Mitte gehen,
sondern sollten viel schneller jetzt wieder versuchen, Druck um den Nashor herum aufzubauen. Ja. Da waren sie jetzt, finde ich, zum Beispiel von der Rotation her auch ein bisschen langsam, dass sie halt diese 5, 6, 7 Schritte einfach Richtung Midlane noch mitnehmen. Genau das, das müssen sie jetzt immer wieder und wieder tun. Solange bis die Gegner quasi dort direkt reingebaitet werden. Ah, sie separieren sich jetzt so ein bisschen. Ist auch nicht die beste Option. Wenn sie Nashor dafür bekommen, ist es fein. Kriegen auch noch einen Flash von Matt. Ja, und jetzt sollten sie Nashor auch bekommen. Ja. Oh, das ist schon ziemlich low. Lange hat es gedauert. Aber der zweite Nashor, der kommt hier trotzdem. TSM tankt jetzt nochmal kurz ein bisschen Leben. Und Golden Guardians hat eine kurze Verschnaufspause, hat die Möglichkeit jetzt die Waves gegen zu pushen. Aber der Baron Buff, der tut halt seinen Job jetzt schon wieder in der Mitte. Ja, TSM kann das halt jetzt ganz, ganz easy peasy erst über den Nashbuff runterspielen. Wenn es dann halt immer noch so ein bisschen hapert, können sie sogar versuchen, bei dem Vorsprung jetzt den Meganar dazu einzusetzen, den Gegner einfach unterm Turm wegzuzonen. So, wenn Meganar da einfach reinspringt, muss halt jeder das Ultimate respektieren. In dem Moment, wo quasi alle vom Turm zurückweichen, kannst du ihn einfach überlaufen. Wir haben so viele Optionen, um dieses Spiel gerade für sich zu entscheiden. Ja, so Ulti auf der Botlane war auch nicht schlecht, um auf jeden Fall wieder einen Slowpush dafür zu sorgen, dass man zwischen Mitte und Toplane rotieren kann und im Notfall vielleicht sogar gleich jemand auf die Toplane rotieren muss. Aber es dauert noch ein bisschen. Ja, und hier sieht man jetzt das Problem von Ryze. Er ist bemüht, diese Minions noch wegzuziehen, aber bemüht ist halt einfach nicht gut genug. Die Vasallen sind halt immer noch da. Das Sleep konnte nicht ganz ausgenutzt werden, aber es ist auch nicht mehr das Ziel, jetzt die Gegner zu töten. Es ist einfach nur das Ziel, die Objekte zu bekommen, die Türme hier zu ergaunern, darüber halt die Inhibitoren freizulegen. Lolo wartet noch so ein bisschen in der Flanke, aber er kann halt nicht viel machen. Er kann wirklich nur zusehen, wie seine ganze Basis hier gerade zerbröckelt und langsam aber sicher eingerissen wird. In der Mitte haben wir noch Gnar. Der wird halt auch gleich nochmal die Vasallen dort unter den mittleren Turm tragen und dann haben wir halt wirklich alle Inhibitoren offen. Golden Guardians, die müssen sich jetzt was einfallen lassen. Die können sich jetzt nicht die ganze Zeit wegbomben lassen. Die müssen jetzt eigentlich ordentlich auf die Tube drücken, Gas geben und den Engage hier suchen. Und TSM hat einfach mit 12k Vorteil mittlerweile. Also. Ich muss auch sagen, das Spiel geht jetzt schon 32 Minuten. Es kommt mir halt wirklich eher so vor, als ob das Spiel halt so 20 Minuten bisher geht. Aber es waren auch schon zwei Nashors. TSM bleibt hier wirklich sehr hart am Ball. Sehr stark am Drücker. Das ist halt komplett richtig so. Ziehen halt konstant ihren Playstyle von Anfang an bis Ende durch. Ja, und mit dem dritten Inhib ist es klar. Also hier hätte Golden Guardians einfach jetzt das All-In suchen müssen. Mit dem dritten Inhib, der gefallen ist, ist eigentlich... Also ist ihr Untergang wirklich schon besiegelt. Ich habe, glaube ich, einmal erlebt, dass sowas nochmal verteidigt werden konnte. Und das war Fnatic. Fnatic haben es tatsächlich einmal geschafft, ein Game umzudrehen, wo sich alle drei Inhibs schon down hatten. Aber es ist auch in meiner gesamten LCS-Geschichte, seitdem es halt diese drei Inhibitor-Down-Mechanik gibt, das aller einzige Mal gewesen, dass es sowas gab. Da bleiben jetzt halt auch die, ich habe es gerade überlegt, bei Golden Guardians, ob es noch irgendwelche großartigen Möglichkeiten gibt für sie. Ich sehe da Chancen natürlich, weil es sind gute, gute Spieler. Aber... Ja, aber TSM hat auch keine schlechten Spieler. Ja, richtig. Das ist das Problem an der Stelle. Und der Gold-Vorteil, der spricht halt für sie. Spricht einfach sehr, sehr stark für sie. Ja. Gold-Pressure-Inhibitoren. Drakes. Der Item-Unterschied. Oh, Ryze musst du sehen, dass er langsam rauskommt. Es reicht nicht ganz, um den Barrel dort anzukommen. Rick will auch nicht seinen Flash einsetzen, hebt sich den halt für einen besseren Moment auf. Die ersten zwei Super-Vasallen kommen jetzt auf jeder Lane in die Base gerast. Und genau das ist ja das Problem. Also selbst wenn jetzt Golden Guardians, selbst das unwahrscheinliche Szenario, dass sie hier noch ein Teamfight gewinnen, werden die Vasallen wahrscheinlich trotzdem die Türme hier einfach in Schutt und Asche legen. Oh, der Treffer. Schöner mit dem Drowsy hinterher. So gut. Matt muss direkt mal dort in der Stelle Mickey fressen. Erste Turm fällt. Sie sehen jetzt, man kann sich überhaupt nicht verteidigen. Sie trauen sich überhaupt nicht mehr. Sie sind komplett eingeschüchtert. Sehen keine Option, an den Gegner ranzukommen. Conrad hat Glück, dass er da rauskommt. Kenne mit einem schön aussehenden Ultimate, aber wirklich null Impact damit. Macht Minus Damage an der Stelle. Wäre Death, der halt wieder von einem Q komplett zerzimmert wird. Kenne noch abgeholt, da kann die KDA gerne noch ein bisschen geboostet werden. Aber TSM gewinnen das hier sehr eindeutig.
Das war klar wie Kloßbrühe. Sven, Liffy, Björksen, Grig und auch Hornzer. Die haben sich hier nochmal ordentlich ins Zeug gelegt. Eine sehr, sehr gute Performance von TSM. TSM! Ist klar. Und Björksen war von meiner Meinung nach der MVP in dieser Runde. Der hat halt komplett Mickey aus dem Game rausgehalten. Er konnte halt wirklich nichts machen, er war immer Half-Life gefühlt. Immer Half-Life oder noch lower. Tja, so kann es ausgehen. TSM auf jeden Fall. Eine starke Performance. Ja, kann man genauso stehen lassen. Sie hatten jetzt auch keine Lane, wo ich sagen würde, okay, da war es mal knapp oder da hätte man viel besser machen können. Sie haben halt wirklich das Game clean runtergespielt. Alles in allem mit dem guten Björksen im Zentrum. Ja, Freunde, ne, in ALCS ist so ein Pflaster für sich. Waren heute schwierige Games mit dabei, interessante Games und zum Schluss auch nochmal ein sehr gut runtergespieltes Game, muss man auch nochmal lobend hervorheben. Ich glaube auch so, dass das NA, dass sie ihre Mentalität so noch nicht richtig gefunden haben, dass die Meta halt immer noch für sich so ein bisschen unklar ist. Aktuell geht es halt wieder oldschool-mäßig zurück, was natürlich für den kommenden Patch halt auch nochmal ein bisschen interessanter werden wird. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Wie war es für dich so heute das erste Mal in NA-LCS? Ich fand NA-LCS um einiges verrückter. Ganz ehrlich, also ich finde das NA nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Ich finde sie einfach nur verrückt und es passieren viele Plays, die man zum Beispiel bei der LCK nicht so sieht und viel wird da ausprobiert, viel wird da getestet tatsächlich und man sieht auch eine klare Steigerung in den Teams, alleine schon TSM jetzt in den vergangenen Zeit sehr, sehr passiv gespielt und heute haben sie Dominanz bewiesen und das finde ich halt das Schöne auch an NA. Wer war für dich heute so der beste Spieler? Der beste Spieler? Oh, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich fand Huni tatsächlich auch sehr stark, aber nicht der beste Spieler. Lost war auch sehr gut. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich fand alle gut. Ist auch schwierig immer zu vergleichen, gerade wenn man die einzelnen Lanes quasi nochmal auch, also du kannst ja schlecht sagen, so der AD Carry hat jetzt besser performt, weil er eine bessere AD Carry, eine bessere KDA hat als der mit denen und ähnliches. Ist auch egal. Wir machen es kurz und schmerzlos. Das ist jetzt hier 4:08. Freunde, es ist Schlafenszeit, denn ihr müsst früh aufstehen. Morgen kommt LCK. Nee, nachher kommt LCK. Gleich kommt LCK. Also ab ins Bett, kein Käffchen mehr trinken, sondern gleich die Augen zu und dann geht's nachher weiter mit der LCK. Ich verabschiede mich, hat Spaß gemacht mit euch und die gute Jayla. Wir hauen rein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dann. Gute Nacht.